Willkommen! In diesem Video erhalten Sie einen Überblick über den Begriff des Lernenden, den Flexig und Haller entwickelt haben. Welche Aufgaben die Lehrenden gegenüber den Lernenden haben, wird in der Pädagogik kontrovers diskutiert. Davon hängen auch die Aufgaben ab, die den Lehrenden und Lernenden zukommen. Flexig und Haller entwickeln keine philosophisch begründete Position, die auf einem prinzipienwissenschaftlich begründeten Subjekt-, Personen- oder Identitätsbegriff basiert. Der Lernende wird vielmehr als ein Mensch verstanden, der eine bestimmte Rolle in organisierten Lernprozessen einnimmt. Diese Rolle wird daher wesentlich durch die Organisation von Lernprozessen bestimmt, die wieder als von historisch-gesellschaftlichen Bedingungen abhängig gedacht werden. Da Flexig und Haller organisierte Lernprozesse aber nicht nur in der Schule, sondern auch in anderen Institutionen und Organisationen wie Skischulen, Volkshochschulen oder der beruflichen Weiterbildung in den Gegenstandsbereich der Didaktik einordnen, kommt die Rolle der Lernenden vielfältig und in verschiedensten Situationen vor. Daher verwenden Flexig und Haller auch nicht den Ausdruck Schülerinnen und Schüler. Stattdessen schlagen sie vor, die Lernenden als Adressatinnen und Adressaten von organisierten Lernprozessen zu bezeichnen. Dabei geht es Flexig und Haller darum, dass die Adressatinnen und Adressaten nicht nur einen vorher genau geplanten und nach unabhängig von je einzelnen Adressatinnen und Adressaten bestimmten organisierten Unterricht präsentiert bekommen. Stattdessen rücken sie die Berücksichtigung der Adressatinnen und Adressaten in den Mittelpunkt. Damit wird der Bereich der Didaktik eher weit gefasst. Es geht nicht nur um die Entscheidung über Bildungsvorstellung und die daraus abzuleitende Auswahl von ausbildungs- und bildungsrelevanten Inhalten, und es geht auch nicht nur um die effektive und effiziente Umsetzung von Zielen, die außerhalb des Bildungssystems, etwa durch den Staat, Kirchen oder Unternehmen festgesetzt werden. Vielmehr geht es darum, all diese Momente zu berücksichtigen und dann innerhalb des organisierten Lernens in einem durchaus auch kritisch gedachten Reflexionsprozess in der didaktischen Planung umzusetzen. Dabei sind eben auch die Adressatinnen und Adressaten zu berücksichtigen. Das kann schon deshalb nur innerhalb des jeweils konkreten Planungsprozesses erfolgen, weil ja vorher nicht bekannt ist, wer sich an den organisierten Lernprozessen in der Rolle der Adressatinnen und Adressaten beteiligen wird. Für die Berücksichtigung der Adressatinnen und Adressaten finden sich in der von Flexig und Haller 1975 veröffentlichten Einführung in didaktisches Handeln und in dem 1997 von Flexig veröffentlichten Aufsatz Cultural Transmission, Teaching and Organized Learning as Culture Embedded Activities unterschiedliche Schwerpunktsetzungen. Im Aufsatz von 1997 betont Flexig die kulturellen Voraussetzungen und die aktive Partizipation von Adressatinnen und Adressaten an der Diskussion und Definition didaktischer Entscheidungen. Damit grenzt er sich etwa von der vor allem im Technology Enhanced Learning oft vorzufindenden Position ab. Im Technology Enhanced Learning geht es meist darum, Lernprozesse zu optimieren, ohne dass die Adressatinnen und Adressaten selbst an diesem Optimierungsprozess und den damit verbundenen Entscheidungen beteiligt werden. Flexig schlägt stattdessen eine Reflective Educational Technology vor, in der die Adressatinnen und Adressaten an der Planung von Lernprozessen beteiligt werden. Damit soll eine evolutionäre Entwicklung der Didaktik realisiert werden. Die didaktische Planung ist dann ein niemals endender Prozess, in dem immer auch neue Qualitätskriterien und neue Ziele entdeckt und umgesetzt werden. Damit werden die Lehrenden und Lernenden im Blick auf die Entwicklung von Vorgaben für organisiertes Lernen nicht unterschieden. Es kann zwar angenommen werden, dass die Lehrenden hier über mehr Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, das alleine legitimiert aber noch keine Maßnahme, die dann den Adressatinnen und Adressaten nur noch aufgezwungen werden. Vielmehr ist die Partizipation von Adressatinnen und Adressaten an allen Entscheidungen erforderlich.
Daneben wird im Text von 1997 auch auf die Position von 1975 zurückgegriffen, in der Flexig und Haller die Berücksichtigung von Charakteristika der Adressatinnen und Adressaten in den Mittelpunkt rücken. Dabei werden die Adressatinnen und Adressaten nicht als ganze Person angesehen, die zum Gegenstand der pädagogischen Handlung wird. Adressatin oder Adressat ist vielmehr jemand, der im Unterrichtsprozess eine bestimmte Rolle einnimmt und diese entsprechend gestaltet. Für die Berücksichtigung der Merkmale der Adressatinnen und Adressaten diskutieren Flexig und Haller zunächst die Möglichkeit, Reifungsprozesse als Maßgabe heranzuziehen. Sie lehnen allerdings ein biologistisches Verständnis ab, da die Reife eines etwa 6-jährigen Menschen in erheblichem Maße durch die Umweltbedingungen beeinflusst wird. Zudem macht ein biologistisch verstandener Reifungsprozess pädagogische Maßnahmen schlicht überflüssig. Abwarten wäre in diesem Fall ja ausreichend. Aber auch die altersspezifischen Lernvoraussetzungen werden von ihnen kritisch diskutiert, weil etwa das Intelligenzalter eines Menschen den Lernerfolg in empirischen Untersuchungen kaum erklären kann. Relevanter ist vielmehr die Frage, ob systematisch unterrichtet wird. Gut organisierte Lernprozesse werden damit von Flexig und Haller in den Mittelpunkt gerückt. In der Planung organisierter Lernprozesse können nun Persönlichkeitsmerkmale und systemspezifische Lernvoraussetzungen berücksichtigt werden. Als Persönlichkeitsmerkmale werden zum Beispiel die Ängstlichkeit oder die Intelligenz genannt. In den Mittelpunkt rücken Flexig und Haller die systemspezifischen Lernvoraussetzungen. Damit werden Vorkenntnisse und Interessen bezeichnet, die die Adressatinnen und Adressaten in die organisierten Lernprozesse einbringen. Flexig und Haller verstehen die Lernenden als Adressatinnen und Adressaten von organisierten Lernprozessen. In der didaktischen Gestaltung organisierter Lernprozesse sind die systemspezifischen Lernvoraussetzungen der Adressatinnen und Adressaten zu berücksichtigen. Das sind vor allem Vorkenntnisse und Interessen der Adressatinnen und Adressaten. Darüber hinaus sollen die Adressatinnen und Adressaten auch die Möglichkeit bekommen, sich an der Planung organisierten Lernens, das heißt insbesondere der Formulierung von Zielen und der Festlegung von Qualitätskriterien, beteiligen. An der Idee der umfassenden Partizipation von Adressatinnen und Adressaten und am Verständnis von Adressatinnen und Adressaten als Menschen, die eine Rolle in organisierten Lernprozessen einnehmen, zeigt sich Flexigs Hintergrund in der Erwachsenenbildung und Hochschuldidaktik. Dass etwa in Kindergarten und Volksschule ein vollgültiges Rollenhandeln nicht so ohne weiteres möglich ist, weil die Kinder nicht wie Erwachsene zwischen ihren Rollen in verschiedenen Situationen unterscheiden, wird nicht berücksichtigt. Allerdings wäre eine Differenzierung und im Sinne einer Orientierung an den Adressatinnen und Adressaten eine solche Idee durchaus realisierbar. Denn dass Kinder schlichtweg überhaupt nicht über ihre eigene Erziehung entscheiden können, ist mindestens ebenso falsch, wie jedem klar ist, der einmal für Neugeborene verantwortlich war, die durchaus eigene Interessen und Erwartungen artikulieren, ihre Rolle aber kaum reflektiert gestalten können.